So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zum Angezockt von Night of Full Moon. Das Ganze ist ein Spiel, das ursprünglich mal, ich glaube es ist ein bisschen laut auf euren Ohren. So, das ursprünglich mal ein Handyspiel war und nun auf dem PC ist seit einiger Zeit, allerdings diverse Bugs hat, an denen hoffentlich gearbeitet wird. Zum Beispiel könnt ihr dieses Spiel nur vollständig spielen, wenn ihr euer System auf US-amerikanisch umstellt. Wie das geht, googelt einfach mal. Ansonsten wirft euch das nämlich einen Haufen Fehler. Ihr seht schon, ihr habt hier so ein kleines Overlay, ihr habt hier Puzzleteile. Ich habe schon ein Puzzle zusammengesetzt. Für mehr muss man allerdings... Die Effekte sind immer noch laut. Ich drehe euch das noch ein bisschen leiser. So. Ihr müsst die DLCs kaufen, um mehr zu kriegen. Hier gibt es so ein kleines Skillsystem. Da kann man sich hier die Sachen kaufen. Ich habe halt schon ein bisschen was. Das hier kann ich mir zum Beispiel kaufen. Das hier. Ich kaufe jetzt einfach mal ein bisschen was. Es ist mir eigentlich relativ egal, was es ist. Und dann beginnen wir ein neues Abenteuer. Es ist ein Roguelike. Ein lustiges kleines. Man kann hier verschiedene Charaktere spielen. Und alle Charaktere, die es noch gibt, die muss man kaufen. Leider auch der Werwolf. Ich weiß, Zero hat die, aber ich habe die nicht. Das, was ihr jetzt bei mir seht, ist alles frei erhältlich. Das könnt ihr alles gratis auf Steam spielen. Wir spielen mal die Hexe. Ich glaube, die Hexe habe ich noch nie gespielt. Und dementsprechend beginnen wir damit jetzt. Ihr seht auch meinen Mauscursor. Ja, das Spiel ist auf Englisch. Ich hoffe, ihr versteht's. Also wir haben einen kleinen Laden, Feen-Blessing, also ein Feensegen sozusagen. Unten seht ihr das Interface. Das ist unser Skill. Hier ist unser Deck mit unseren Karten. Was ist das? Kartenbenutzung kostet genau eine Aktion. Das hier ist unser Mana und das hier ist unsere maximale Handgröße. Wir holen uns mal einen Zauber. Eine Geschenkkarte? Achso. Rightmost card of each Grimshop. Oh, okay. Die rechte Karte im Shop kostet immer, immer 50%. Eine zusätzliche Basisaktion oder am Anfang unserer Runde kriegt der Gegner zweimal Gift. Ich glaube, wir wollen mehr Aktionen. Ich bin jemand, ich will immer sehr viel in einer Runde machen. Eine gierige Kiste. Mein Bauch fühlt sich nicht so gut an. Okay. Wir können beides nehmen. Possess. Eine schüchterne Kiste. Mit flackernden Flammen. Noch eine schüchterne Kiste. Es gibt immer mehrere Regionen und wir können hier komplett machen, bis wir entweder alles aus einer Region haben. Wir kämpfen mit dem Carpenter. It's going to be more dangerous in the forest. Ja, wir haben ja zwei Aktionen. Ich hole mir Mana und mache zwei Feuer und zwei normale Damage. Das ist aber alles, was ich die Runde machen kann. Und er haut uns. Frauenschläger. Wir können wieder zwei Aktionen machen. Wir heilen uns und dann bringen wir ihn um. Ihr merkt schon, der Anfang ist nicht schwer. Ja, ich muss gehen. Oh, er macht sich Sorgen um unsere Sicherheit. Wir können zeigen, dass wir uns um ihn sorgen, oder wir können zeigen, dass wir uns selbst verteidigen können. Ich danke ihm und beschwichtige ihn. Ja, hier ist der Wolf-Papi, also ein Wolfswelpe, den bekämpfen wir als nächstes. Der sieht aber sehr mitgenommen aus. Au! Und er darf zuerst zuschlagen. Aber es macht nichts, weil wir können uns wieder heilen.
und ihn wieder anzünden. Dass wir nur zwei Karten haben. Ich glaube, andere Charaktere haben mehr. So, jetzt sind wir sogar Level up, kriegen wieder 3 Geld. Also, ja, und wir können uns jetzt was holen. Entweder Gold, 3 Mana und ziehe eine Mana-Karte aus deinem Deck oder 18 Feuerdamage. Wir nehmen die 18 Feuerdamage. Locked, my little baby. Eine Spinne. Ich hasse Spinnen. Okay. Oh, erhalte 9 Mana und ziehe eine Karte. Ein Schaden. Ja, 2 Mana bringt uns nichts. Spinnennetz und ein Schlag. Erhalte 5 Mana und mache 5 Wasserschaden. Ne, wir machen erstmal das hier. Jetzt können wir die 5 Mana holen. Dann holen wir uns nochmal 2 Mana, haben wir 18 Mana. Au. Haben wir mit dem Stock gehauen. Böse Spinne. Ja, wir kriegen übrigens immer genauso viel Erfahrung, wie wir an Schaden machen. Ich würde sagen, so einen Basisschlag nehmen wir mal aus unserem Deck raus. Den wollen wir nicht. Und ab jetzt kostet das 20 Goldstücke, wenn wir das machen. Wollen wir nicht. Schmeißen das weg und gehen zum Schmied. Da können wir nämlich jetzt was verbessern. Und 2 Elektro, das klingt gut. Und für 10 Gold, wie viel Gold haben wir? 35. Ja, da würde ich erstmal kurz in den Shop gehen. 4 Damage und 4 Mana. 7 Feuer Damage. 5 Mana. Oh, Wisdom ist halt schon gut, ne? Jetzt haben wir noch genau 10. Ja, dann verbessere ich das noch. So. Schmiede weg. Ein Betrunkener. Ich find's lustig, dass wir einfach rumrennen und einen Betrunkenen auf die Schnauze hauen. Boah, der vergiftet uns. Du Sack. Stirb. Bring me the wine. I'm not drunk. You are. Er hat aber gesagt, nicht bring me the booze, sondern bring me the wine. Also bringt mir den Wein, nicht bringt mir den Alkohol. Ja, komm, ich rede mit ihm. No one dares to fight against the church now. Was, niemand traut sich gegen die Kirche zu kämpfen? Obedience can fill their lust? Ja, also ich würde sagen, ich traue mich gegen die Kirche zu kämpfen. Ich habe da kein Problem mit. Oh, 2 Startmanner mehr. Oder, mach 6 Wasserschaden. Und Gegner, die gefroren sind oder ausgekühlt sind, nehmen doppelten Schaden. Und die Gegner kriegen 3-mal ausgekühlt. Ich würde aber die 2 Startmanner nehmen. Eine schlafende Fledermaus kann mich nicht aufhalten. Oh, nächste Zauberkarte, die ich spiele, hat doppelten Effekt. Ja, hatte aber irgendwie nicht. Oder hat es nicht als Zauber gezählt? Kannst mir gar nichts, Fledermaus. Teilt die sich mit mir? Was ein blödes Vieh. 9 Mana und eine Karte ziehen. Und mehr Mana. Ja. Was habe ich da? Pyro. Mehr Feuerschaden. Na, das lässt sich einrichten. Jedes Gebiet hat auch einen Boss und es lohnt sich mehr zu machen. Why do they wanna catch me? I don't wanna fight. Er möchte nicht kämpfen, ja, tut mir leid. Tut mir echt leid, weil wenn er nicht kämpfen will... Ja. Boah. Feuerball! I don't know why they wanna catch me. Could you help me find the way back home? Oh, wollen wir ihm helfen, nach Hause zu kommen? Ja. Mit deiner Hilfe hat es der unschuldige kleine Kerl zurück zu seiner Familie geschafft. Mehr Ruhm bei Reputation.
Was habt ihr? Das reduziert unseren Schaden. Das wäre natürlich was. Aber auf der anderen Seite haben wir hier halt 4 Schaden, 4 Mana. Das hätte ich lieber. Aber der Shop ist jetzt leer gekauft. Noch ein Shop. Oh, die Sachen sehen gut aus. Ein Patroller, also so eine Stadtwache. Wir haben leider nicht genug Mana, um ihn jetzt einfach niederzubrennen. Noch nicht. So, 5 Mana, eine Karte ziehen, nochmal 2 Mana. Jo. Ja, der macht uns schon ein bisschen mehr Schaden. So, 9 Mana. Der Feuerball ist echt heftig, wenn man das Mana dafür hat. Clear. Damit können wir eine Karte aus unserem Deck rausmachen. Oder ein Equipment-Slot. Ich glaube, wir nehmen den Equipment-Slot. Ich möchte noch nicht zur nächsten Intersection gehen. Oh, Bandagen, da können wir uns heilen. Oh, wir haben volles Leben. Oh, die Wolfsoma, der Boss. Ja, ja, ich kenne das Märchen. Ja. Okay, die kann ein bisschen was austeilen, die Oma. Falsche Oma. Sonst geht das Mana aus. Und das Leben. Okay, machen wir jetzt erstmal das hier. Wir brauchen mehr Mana, dass wir den Feuerball spielen können. Der haut die alle weg. Okay, mehr Mana. Das hat uns irgendwie nicht so viel Mana gegeben. Au, au. Okay, wir sind tot. Das ging schneller als gedacht. Wir restarten. Oh, wir können einfach den Kampf restarten. Das finde ich sogar unfair. Weil eigentlich wäre fair gewesen, richtig zu kämpfen. Ach, Exiled. Wenn diese Karte weggeworfen wird. Zwei Mana und Tiefkühlen. Oder wird die die wird instant exiled. Okay. Ah, die kann das abfangen. Deswegen hat die das letztes Mal gemacht. Ach so, und der kostet nur 7 Mana? Der kostet gar nicht 17. Okay. Dann ist das ja umso heftiger. Ich vergesse mal, dass die Karten nicht als Zauber zählen, auch wenn sie Mana fressen und theoretisch Zauber sind. Okay, einen Zauber kann er abwehren, ne? So, dann heilen wir uns ein bisschen, holen uns ein bisschen Mana und machen Elementarschaden. Au, au, au. Ist wieder tot. Nein, ich gebe mich nicht geschlagen. Aber jetzt weiß ich, dass er eins abwehren kann. Jetzt so langsam verstehe ich, wie der Boss funktioniert. Okay, das eine Mana kann er fressen. Zählt das hier als Zauber? Nee. Zählt das als Zauber? Ich glaube, es hat gezählt. Okay. Den da darf er abwehren. Und das Feuer darf er fressen. Der macht aber auch. Dieser Wolf. Die Wolfsoma macht einen verflucht hohen Schaden. Okay, jetzt. Jetzt muss ich sie platt kriegen.
wir machen das so. Den frisst so. 3 Schaden und 4 Schaden. Okay. Wie gesagt, eigentlich hätten wir verloren. In einem richtigen Roguelike wären wir jetzt fertig. Clear. Wir schmeißen mal eine so eine Schadenkarte raus. Braucht eh keiner. Die letzte Seite. Achso, das ist die letzte Seite dieses Kapitels. Damit können wir auf die nächste Seite wechseln. Achso, okay. Ja, gut. Dann wechseln wir auf die nächste Seite und sind jetzt im Wald. Oh, der magische Spiegel oder Mr. Pumpkin? Komm, wir fangen mit dem Spiegel an. Oh, der klaut unser Deck. Das ist gemein. Dann machen wir das hier. Doppelter Feuerball. Das klärt die Sache ganz schnell. Oh, ein Feenblessing. Immer wenn wir einen Zauber mit weniger als 5 Mana-Kosten spielen, kriegen wir 3 zusätzliche Feuerschaden, die wir dem Gegner austeilen können. Am Ende der am Ende deines Zuges benutze alle Aktionen und erhalte 2 pro Aktion. 2 Mana? Nee. Wäre die erste, den ersten Zauber ab, den der Gegner spielt. Nee, ich finde den Feuermaster echt cool. Was haben wir im Shop? Teleportation. Wäre die nächste Karte ab oder Donnerschlag? 5. Boah. Das hier ist richtig ein Mana-Zauber. Je mehr Mana wir haben, desto mehr Schaden machen wir. Au, au. Du kannst mir gar nichts, Mr. Pumpkin. So, als erstes holen wir uns 2 Mana. Dann machen wir 5 Schaden. Wir haben zwar nicht genug Mana, um ihn direkt umzubringen. Aber der hat sich auch das gemacht, den Counter. Naja, ist für uns nicht so schlimm, weil wir haben das nötige Mana, um ihn niederzubrennen. Herr Kürbis. Ein Wasserelementar. Ich hol noch mal das hier für mehr Mana. So. Hast du jetzt davon. Von wegen in der Welt des Wassers dominierst du. Ah, verdammt. Ich habe keinen Mana und ich habe keinen Mana gezogen. Au, au. Okay. Stimmt, wir machen ja jetzt immer Feuerschaden, wenn wir so einen Zauber spielen. Wasser bringt Leben, da hat er vollkommen recht, kann ich ihm nur zustimmen. Aber seins ist vorbei und wir heilen uns mal lieber. Kann ich uns... Ne, der letzte kann ich uns noch nicht kaufen. Ich finde das so super, dass wir... Dass wir jedes Mal, wenn wir das machen, extra Schaden austeilen. Boah, der hat eine Karte von uns zurückgemischt. Was ein Sack. Aber er scheint uns nicht wirklich Schaden machen zu können. Und er lebt sogar noch. Feuerball! Oh, der hat bloß Angst, dass man nochmal auf ihn drauf tritt. Ich möchte mutig sein, ich trete nochmal drauf. Du bist selbst stärker geworden. Mehr Leben, aber dafür ist unser Ruhm etwas abgesunken. Okay, ich mach mehr Startmana, das kommt uns gut. Aber es war nicht nett, ich hätte das nicht tun sollen. Der wütende Geist, ja komm, immer. Bandagen brauchen wir nicht. Im Shop den Zauber kann ich nicht kaufen. Dann gehen wir zur nächsten Intersection. Der nächste Bereich. Oh, Cerberus. Ich mag den Cerberus bekämpfen. Der sieht lieb aus. Der ist niedlich. Auch wenn er uns anknurrt. Ist bestimmt ein ganz lieber Kerl.
Ne, du bist ein ganz ein braver Cerberus. Ja, ganz ein lieber Cerberus bist du. Wenn du mir noch einen Schaden machst, dann bringe ich dich um. Dann hat sich das mit dem lieben Cerberus. Oh, eine Apotheke der Hexe. Mehr Basismana, mehr Maximum Leben oder mehr XP. Ich nehme das Basismana und wir können uns jetzt mehr kaufen. Mehr Basemana. Wir haben schon 12 Basemana. Dann würde ich sagen, noch mehr Maximalleben. Eins geht noch, komm, mehr Maximalleben. When a plague damages the world, ja, komm. God favors people with faith. So do demons. Okay, wir machen das hier, weil das ja extra Schaden austeilt, und dann das hier. Die Karte kommt ja auch wieder. Das ist echt heftig, aber es braucht halt Unmengen von Mana. Faith strengthens resolve. What do you think is most important? Oh Gott, er ist ein Priester. Ja, was denke ich? Das Mut ist wichtig. Indeed bring about possibilities. Good luck. Oh, eine Reputation ist runtergegangen, dafür mehr Mut. We have different. Aber viel Mut haben wir nicht. Slowly and continuously sing lost human beings. I can see your lust. Kannst du das wirklich sehen? Nimm meinen Strom. Oh ja, das will jetzt keiner hören. Deeper and bigger, das will niemand hören, nee. Vor allen Dingen nicht von so einem Vieh. Aber er sieht cool aus, ich mag sein Charakterdesign. Er hat jetzt eine Rüstung, die für ihn Schaden aushält. Aber wir haben Piercing Damage, die durch die Rüstung geht. Sehr schön. Ah, wir sind aber noch nicht Level Up. Ich habe gehofft, wir wären schon. Trigger Effect of two random. Oh, das löst den Effekt von zwei zufälligen Karten, Attack, also Angriffskarten aus, die wir besitzen. Boah, das finde ich eigentlich echt gut. Dann bandagiere ich und einmal und dann lasse ich den Shop einfach gehen. Oh. It is really durable. Ja, ich würde die Karte hier gerne tauschen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ein Krötenprophet. Was? Heilig, immun gegen allen Schaden. Was soll denn der Dreck? Ah. Okay, in zwei Runden stirbt er aber dafür sofort. Wenn ich es überlebe. Nicht mal Piercing Damage geht durch. Okay. Ah, verdammt. Ich probiere es nochmal, aber ich glaube, er ist tatsächlich derjenige, der uns vernichten wird. Weil er zu viel Schaden macht. Und ich kann ihn halt nicht abwehren. Ich habe keine Blockkarten. Ich meine, ich habe doch hier Zauber. Spellcards Cost is halved und wir dürfen Karten ziehen. Ja, es ist völlig egal.
Oh, wir haben überlebt. Aber mit 3 Leben. You have passed the test. And I can tell you a secret if you'll pay me some gold. Was mit der Großmutter ist oder der Ursprung der Monster? Who makes the definition? Wir haben nicht genug Gold, aber er hat recht. Wer definiert denn schon, was ein Monster ist? So, unsere Heilkarte, die upgrade ich jetzt einfach mal. Weil die hat uns jetzt so viel geholfen, die muss jetzt. Einmal 12 Gold, dafür könnten wir uns was kaufen. Aber wir gehen mal zur Wahrsagerin. Am Ende will die auch noch Geld von uns. Wir haben aber schon jetzt echt viel Schaden gemacht. Oh, die kann auch mit so Zaubern angreifen wie wir, aber nicht nur. Ja, leider keiner dabei, den ich wollte. Ich hätte gern die Heilkarte gehabt. Es ist übrigens Zufall, mit welchem Charakter man einen Dialog führt. Komm, wir kaufen uns ein bisschen Leveln. Und dann lassen wir die Apotheke mal gehen. Und gehen zur nächsten Intersection. Ohne Schmiede. Und jetzt habe ich nichts. Oh, die erste ist umsonst. Mehr Mana oder... Oh, ja, Painful Strike erhöhen wir natürlich. Für mehr haben wir, glaube ich, nicht die Kohle. Ja. Ja, wir brauchen keine 2 Läden. Pandoras Box. Mach einen Schaden mehr, nimm einen Schaden oder für 2 Runden erhalte einen temporären Spell auf deine Hand. Wenn du ihn auswählst, nimm 8 Schaden. Nö, ganz ehrlich, behalte die Box. Ist hier irgendwas im Laden? Alles teuer. Nee, will ich nicht. Eine Taverne, bei der wir irgendwas vergessen können. Ja. Vielleicht einen so einen kleinen Mana-Zauber weg. Oh. Der Zweifel der Hexe. Hat die Königin schon wieder einen meiner Äpfel genommen, um jemanden zu verletzen? Einen der Äpfel habe ich jetzt auf jeden Fall gegessen. Wähle 4 zufällige Karten. Wähle eine aus 4 verschiedenen zufälligen Karten. Mische 3 Kopien davon dieser Karte in dein Deck. Nee, will ich ehrlich gesagt nicht. Noch ein Apfel. Oh, unsere AP, unsere XP sind größer geworden. Und schon wieder so ein Shop. Oh, das da sieht heftig aus. Oh, 12 Mana, aber das kostet alles viel zu viel. Da verkaufe ich uns lieber Upgrades für alles, was wir haben. Noch eine schüchterne Kiste. Kann man nur einmal pro Kampf machen, aber 25 Mana. Und der letzte hat unser Maximalleben erhöht. Cool. Not bad. You found all the apples. Oh. Und die Hexe hat uns noch einen Zauber gegeben. I have a burn. Oh, und wir sind beim Boss dieser Ebene. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Ey, lass den Shop jetzt mal gut sein. Boah. Die Lebensdings. Quelle des Lebens. Okay, der Boss. Der hat natürlich Rüstung, ist ja klar, ist ja ein Boss. Okay, wir haben jetzt extrem viel Mana bekommen. Ah, wir haben keine Aktionen mehr, verdammt. Dann warte ich noch eine Runde. Oh Gott, kann der viel machen. Ja, ich hole uns jetzt nämlich erstmal richtig schön Mana. So. Jetzt verdoppel ich die Aktionen in unserer Runde. Und jetzt setzt es richtig was. Why be a human being? Das ist verdammt tiefgründig. Warum Freiheit? Warum ein Mensch sein wollen, wenn man keine Freiheiten hat? Oh, noch eine Ausrüstung, den nehmen wir.
So. Ja, wir könnten uns jetzt nochmal voll trinken. Ich glaube, wir erhöhen aber erstmal einen unserer Zauber. Boah, der. Ne, ich nehme das hier. Für nochmal 30 könnten wir. Ne, komm. Weg mit der Schmiede. Ich trinke das Ding aus und wir gehen zur nächsten Seite. So. Der Friedhof. Wir kriegen wieder Feenblessing. Kopiere eine Karte aus deinem Deck. Wäre ein gegnerischen Angriff abhält für 3 Runden. Oder wäre jeden gegnerischen Angriff abhält für 3 Runden. Wenn du dir, wenn du Schaden zufügst, der nicht weniger als 10 ist, machst du 100% mehr. Wird aber nur einmal pro Kampf ausgelöst. Ist aber okay. Der Tod. Der Tod sah auch schon mal besser aus. So, 25 Mana. Das hier. Das hier. Und jetzt setzt was. Sorry, aber der Tod hat hier gar nichts zu melden. Oh, 16 Chilled. Nee, will ich ehrlich gesagt nicht. Wie sieht's denn mit dem Shop aus? Blazing Cloak. Oh, immer wenn der Gegner eine Karte spielt, nimmt er Feuerschaden. Das ist halt verdammt gut. Nee, ich möchte tatsächlich diese Cloak haben. Der Teufel! Also jetzt haben wir es hier ja mit den richtig schlimmen Jungs zu tun. So, wir spielen mal diese Ausrüstung. Den bösen Geist. Und das hier. So. Hat der Teufel gleich mal richtig was abgekriegt. Auch wenn er uns hier diese ganzen unnützen Karten reingemischt hat. Du. Ach, mich wird gar nichts umbringen. Direkt zur nächsten Intersection? Nee, wir holen uns erstmal das da. Ein wildes Kind. So. Wenn wir jetzt den Blitzschlag ziehen, ist das Kind erledigt. Oh, der haut uns aber ganz schön. Ist kein Blitzschlag. Ist aber schlimm genug, da wir ja mehr als 10 Schaden machen, wird es ja verdoppelt. So. Equipment Card Slot oder verbessern? Wir verbessern mal. So, dann ist nämlich jetzt so ziemlich alles in unserem Deck verbessert. Was habt ihr noch für mich? Zu teure Karten, wir gehen zur nächsten Intersection. It is snowing here all the time. Snow. Don't stand in the way of snow. Oh, er hat sogar so eine kleine Halloween-Laterne. Dem will ich eigentlich gar nicht wehtun. Sagte er und machte das, was er tat. Oh, er überlebt mit einem Leben. Da hat er knapp überlebt. Aber nicht knapp genug. I love this forest, not the village. Frag nach dem Grund oder frag nach einem Hinweis. Everyone says the werewolf's responsible for your grandma's disappearance, but I think it's the witch. Okay. Die Hexe. A lot of creatures here are bound to black magic. It's the witch who's the problem. Okay, Reputation. Leider kein Mut. So, ich heile uns um 10 und machen wir dir die Geisterpuppe. Oder Geisterpuppen. Ich bin vielleicht ein verlorenes Kind, aber
werde euch in den Hintern treten. Ich nehme halt auch Schaden, wenn ich Schaden mache. Das ist das Problem. Au! Ja, wir versuchen es nochmal. Okay. Was soll's. Okay, diesmal hat's funktioniert mit unserem Zauber als Hilfe. Mit unserem Skill. Der Grabeswächter. Der sieht cool aus. Kann ich den spielen? Der sieht aus, als wäre der cooler als wir. Boah, der hat eine Feuerresistenz. Für unsere Zwecke ist das natürlich ganz, ganz doof. Und dann erstmal das da. So. Is someone having a party? The cemetery hasn't been this lively in ages. Ich rede mit ihm. It's the church's fault. Thanks to them, I have more and more dead to take care of. Oh. Okay, also gegen die Hexe stellen ist wohl Reputation und gegen die Kirche stellen ist wohl Mut. Ja, die Amnesia Tavern, ich will eigentlich nichts vergessen. Das erste Schmieden ist umsonst, ne? Ja, perfekt. Ich kann sogar nochmal upgraden, aber es kostet uns dann 30. Nö, dafür kaufe ich uns lieber was Schönes. Wir haben jetzt so viel Geld, ne? Das da ist eine Teufelsfrucht. Das ist keine Burning Nut, das ist die Feuerfrucht. Gefällt mir aber alles, ehrlich gesagt, nicht. Haben sie vielleicht noch was anderes? Feuerball. You will find what you need. Oh, immer wenn wir einen Angriff machen, kriegen wir 2 Mana. Oder wir können das... Ja, wir refreshen mal das Shop-Inventory. Oh, 30 Feuerschaden. Das klingt halt schon echt heftig. No, der Jäger. Also ich habe eigentlich gelernt, der Jäger ist der Gute. So, den da kontert er. Das kostet uns 1 Mana, aber dafür dürfen wir einen Zauber ziehen. 2 Zauber. Na gut, dann halt das hier. Und dann machen wir noch den wütenden Geist. Boah, der hat uns jetzt in einer Runde fast fertig gemacht, ne? Okay, ich muss jetzt irgendwas spielen. Ja, was ich spiele, ist verkehrt. Das heilt uns immerhin ein bisschen. Okay, wir haben ihn. Ah, der Jäger, der tat mir wirklich weh. Da benutze ich jetzt auch die Bandagen, da kenne ich nichts. Phantom-Captain. Ah, der ist stark, der ist zu stark. Da habe ich jetzt tatsächlich Angst, da ist er wieder. Oh ja, die Quelle des Lebens. Halleluja, wir sind wieder... Ziehe eine Karte und erhalte eine temporäre Kopie dieser Karte. Ja, warum nicht? Bandagen, jetzt können wir gegen ihn kämpfen. Follow my summon. So, Captain. Also Mana haben wir sehr viel. Kriegen ihn nicht kaputt.
Oh, er teilt die ersten zwei Schadenskarten an uns aus. Das heißt, das da kriegen wir ab. Das muss mit dem Mana sparen. Das da kriegen wir... Ah, da kriegen wir nur den ersten Schaden ab, okay. Das hat auf jeden Fall gesessen. Gut, dass ich den nicht auf mich selber gesetzt habe. Das ist aber eine miese Strategie von ihm. Oh. Der ruft die ganzen Angriffszauber aus meinem Deck. Au, 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 au. Er hat noch zwei, aber wir halten auch nicht mehr viel durch. Wenn ich das jetzt mache, sind wir tot. Fuck. Restart. Wir können ihn besiegen, aber wir müssen extrem vorsichtig sein, wie wir das machen. So, und jetzt für 40 Schaden Blitze. Okay, jetzt müssen wir ihn kaputt machen. Haben wir genug Mana? Wir haben genug Mana. Ich musste den Schaden nehmen, aber dafür hat er es hinter sich. Deadly Fire, 20 Feuer... Schaden und nochmal 20 nächste Duschen nehmen wir. Der Spieler, der sieht nicht gefährlich aus. Wir haben es direkt gezogen und wir haben sowieso keinen Blitzschlag, aber wir machen erstmal. So. 6 Mana, 9 Mana, das da, das. Feuerball, warum nicht? Mana noch ein bisschen auffüllen. So, jetzt hat der Spieler in einer Runde ganz schön Schaden genommen. Oh, wir kriegen richtig viel Burn-Schaden. So dumm, dass er diese Runde nicht mehr überleben wird. Hey, would you dare to make a bet with me? If you win, you'll get my gold tooth. Ja, komm. Ich wette mit ihm. You lose. Okay, ich habe ihm 5 gezahlt, aber er hat mich übers Ohr gehauen und er ist abgehauen. Aber wir haben ein bisschen Mut dazu gekriegt. 16 Wasserschaden. Und Enemies with Schild kriegen mehr. Ja, warum nicht? Oh, die Hexenapotheke wieder. Maximum Health. Ja, wir haben schon... Ja, Base Mana ist für uns halt richtig gut. Nein. Kannst mir gar nichts. Was ist das? Ah, sie wirft eine von meinen Karten ab und sie mischt mir ganz viel Quatsch in mein Deck. Was? Ich darf diese Runde keine Karte spielen? Das ist gemein. Schild ist sie aber noch nicht. So. Ach, mach dir keinen Kopf. Jeder verliert mal im Leben. Und vor allen Dingen, wenn er gegen mich kämpft. Hm. Nee, will ich nicht. Na, Quelle des Lebens will ich eigentlich auch nicht. Wollte ich uns noch ein bisschen maximal leben? Verarzte uns gerade mal mit den Bandagen. Noch ein Shop. Ja, kann ich uns nicht leisten. Nee, ich will gerade keine. Oh, Kong, wir sind schon beim Boss angekommen.
Okay, dann müssen wir jetzt gegen Kong kämpfen. Ich kann dir helfen. Nee. Oh, ich muss zwei Karten abwerfen. Warte mal, nee, dann machen wir das trotzdem. So. Jetzt, wo wir... Oh, so viel Mana haben wir jetzt gar nicht. Ich dachte, wir hätten mehr. Ich habe keine Aktionen mehr. Na, egal. Eine muss weg. Ja, ich habe falsch gekämpft. Den Kampf werden wir nochmal angehen müssen. So, das tödliche Feuer hat jetzt... Tödliches Feuer, ja. Tödliches Feuer hat jetzt ordentlich gezogen. Und es wird auch nächste Runde nochmal ordentlich ziehen. So, jetzt ist er fast tot. Pyroblast. 25 Mana und er ist er weg. Oh, Level 11. Zwei zufällige Karten oder für jede 5 Zauber, die du spielst, kriegst du einen zufälligen. Ich weiß nicht. Ich nehme die 10 Gold. Und dann kann ich uns hier nochmal mehr Startmana kaufen. Und komm, 3 XP. Bringt zwar nichts. So, die finale Wahrheit. Die sind alle locked. Warum sind die locked? Ah, die können wir machen, wenn wir mehr Reputation als Courage haben. Das da können wir machen, wenn wir die Hexe und den Werwolf beide mal hatten. Und den da auch. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Werwolf anfangen, weil ich noch keinen anderen gemacht hatte bisher. Ja, ganz ehrlich, ich nehme den Effekt. Ich regeneriere 10 Leben. Ich nehme mir doch keinen von den schlechten Effekten. So, dann machen wir das hier. Und die Zauber kosten weniger. So. Dann grillen wir ihn. Stimmt, ich hätte uns noch mehr Mana holen können. So, innerhalb einer Runde fast umgebracht. Here I am now. Aber, ja stimmt, das ist der Carpenter. Ich habe gerade die Stimme erkannt. Dem Werwolf mehr Leben wieder regenerieren. Ich kann diese Runde keine Karten spielen oder... Ja, der Werwolf darf nächste Runde mehr Karten ziehen, wenn er möchte. Es gibt nämlich für ihn keine nächste Runde. Ganz viele Achievements jetzt freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es ist, weil er jung war oder schüchtern oder weil er ein Werwolf ist. Aber der Carpenter möchte Rotkäppchen nicht erzählen, wie er sich fühlt. Er ist besorgt, dass er in einer Vollmondnacht zurück oder er war besorgt, dass er in einer Vollmondnacht zurückkehren würde, die Kontrolle verlieren und den Dorfbewohnern schaden würde. Der Werwolf plante, wegzulaufen und und die Nacht in dem dunklen Wald zu verbringen. Aber er hatte nicht erwartet, von den Jägern verfolgt zu werden. Er war verletzt und fiel letztendlich in die Hände des Rotkäppchens. Er hatte nicht mal die Chance, etwas zu sagen. Das ist schade. Das ist echt schade. Das ist vor allen Dingen traurig. So. Wenn ihr jetzt Bock habt, das Spiel selber mal zu spielen... Wie gesagt, gratis auf Steam erhältlich, es funktioniert nicht richtig, wenn ihr nicht auf amerikanisch stellt. Versucht das bitte einzustellen, wenn ihr nicht wisst wie, googelt es bitte. Ich kann euch da keine Detailanleitung geben, aber im Internet gibt es gute Detailanleitungen, wie das funktioniert.
Wenn ihr das gemacht habt, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem mehr und dann funktioniert das Spiel auch wie geplant. Gut, Leute, dann Daumen nach oben da lassen, nettes Kommentar, sagt mir, was ihr von dem Spiel haltet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder einen Angezockt gibt oder falls ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann sagt mir das und dann bis zum nächsten Mal damit. Also, bis dann, euer Wolf.